Richard Kiefer hätte ich gesprochen, wenn ich richtig bin. Ja, der ist am Telefon. Wer ist da? Mein Name ist Kundenservice von der Hamburg. Ja. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Ich mache gerade Ihre Unterlagen fertig. Sie kriegen mal ein bisschen Geld von uns. Sie haben ja früher bei uns ja in der Lotterie gespielt und nie gewonnen, wenn Sie sich noch erinnern. Das ist schon ein paar Jahre her. Das kann sein. Ich weiß das nicht mehr. Aber wenn Sie das sagen, dann haben Sie da die Fachunterlagen ja vorliegen. Also wenn ich bei Ihnen im Spürsigweg 29 in Baden-Baden richtig gelandet bin, dann bin haben ich, Sie da mal gewohnt oder da, wohnen Sie da? Ja, da wohne ich. Dann habe ich da wohl ja mal mit Ihnen was getan, wenn Sie das wissen. Genau, ist schon ein paar Jahre her, weil wir sind die Firma, die Hauptzentrale seit 200 Jahren in Deutschland der Nord- und Süddeutschen Klassenlotterien. Wann war das denn? Ich vergesse zwar öfter mal Sachen, aber ich glaube, so ein Engagement würde ich mich doch erinnern. Also haben Sie mal irgendwo eine Lotterie gespielt, wo Sie Geld gewinnen wollten in den letzten 10 Jahren ungefähr? Ja, das muss ja in den 90ern gewesen sein. Da bin ich mal durch das die Casinos getourt mit Freunden. Ja, nee, die Casino nicht. Wir sind ja die Lotterie. Also wir haben früher mal die Nord- und Süddeutsche Klassenlotterie gemacht. Da kann man loskaufen und dann sein Glück probieren, um Geld zu gewinnen, wie beim Lotto. Ja, haben Sie das mal gemacht früher? Ja, sicherlich. Ich weiß schon, was Lotto ist. Genau, und wir machen keine Werbung mehr. Wir haben früher mal die NKL und SKL-Werbung im Werbefernsehen und Briefkasten in Deutschland gemacht. Ja. Und wenn wir aber als Unternehmen jeden Monat Werbekosteninvestitionen haben von knapp 8 Millionen Euro als Unternehmen und jeder das im Müll wirft und umschaltet und keiner ein Los dadurch kauft, dann haben wir ein Problem. Das da kann ich mir vorstellen. Ich bin ja im Prinzip Diplom-Volkswirt. Das kann ja nicht funktionieren. Genau, sehen Sie. Und wenn Sie jetzt von unserer Seite aus als Altspielkunde eine Retour bekommen für einen Gewinn, dann sind Sie euphorisch und freuen sich und wollen das teilen. Wenn einer hört, der Hans hat was gewonnen, dann kommt ja die erste Frage, wo hast du gewonnen, oder? Ja, da werden die erstmal fragen, bist du dir sicher, weil ich vergesse ja öfter mal Sachen und habe jetzt auch schon Probleme gehabt, weil ich Leuten Sachen gesagt habe, die ich mich falsch erinnert habe. Ich glaube, die würden mir gar nicht mehr glauben, aber es reicht ja, wenn ich das weiß. Ja, genau, Redi. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihrem besten Freund sagen, hör zu, Peter, als Beispiel, ich habe 1000 Euro gewonnen. Dann fragt er ja, Hans, wo hast du denn gewonnen? Ja. Dann sagen Sie ja SKL-Firmennamen, machen Sie uns ja schon publik im Umfeld. Also haben Sie mit Peter auch schon gesprochen. Der hat mir das gar nicht erzählt. Nein, das war ein Beispiel. Ach so, ne? Weil das ist ja mein Sohn. Da dachte ich, dass der da auch schon involviert ist bei Ihnen. Ach so, nee, das war eben nur gerade ein Beispiel gewesen. Ne? Ach und so. Jeder, der was gewinnt, der freut sich ja bei der Marktwirtschaft über den Finanzspritzer und will das ja teilen. Ja. Und wenn einer einen Erfolg hört, der ist ja neidisch. Der will auch Erfolg haben und kauft sich ein teures Lotterielos bei unserer Lotterie und spielt dann mit. So haben wir einen Kunden zurück über die Mundpropaganda, nennt man sowas heutzutage. Kennen Sie ja vielleicht. Ja, sicher. Und wie sähe denn dann mein Anteil an der Provision aus, wenn ich Ihnen dazu von finanziellen Vorteilen verhelfe? Muss ich ja auch also der Werdegang, ja, das werden Sie ja von profitieren. Darum spielen wir jetzt für Sie täglich, was Sie in keiner Lotterie haben, 55.000 Gewinnausspielungen aus, damit Sie auch von profitieren können. Weil Sie kriegen jetzt kein Lotterielos, weil da müssten Sie einmal am Samstag spielen mit Millionen um Millionen, da kann jeder teilnehmen, da würden Sie nichts gewinnen. Das haben Sie ja schon mal probiert. Ja, das und darum, ist richtig. Und ich glaube, genau, ich kann mich zwar nicht erinnern, aber ich glaube, ich habe nicht gewonnen, sonst würde ich jetzt Geld haben. Genau richtig. Sei denn, und darum ich hätte das dann alles irgendwo ausgegeben, das wüsste ich dann ja auch nicht mehr. Das stimmt, da haben Sie recht. Wenn ja. Sie Ihre Casino-Touren immer durchgezogen haben, dann weiß man nicht, wo das Geld ist. Haben Sie da wenigstens mal was gewonnen beim Casino? Ja, in der Tat haben wir, da sind wir einmal in Argentinien gewesen und da haben wir dann große Probleme gekriegt, als wir das ausführen wollten. Das ist dann als, die haben uns erst für solche Drogen-Halodris gehalten. Und nee, dann, echt? Ja, sicherlich, weil das ist ja die Hochzeit da gewesen. Und dann haben die uns da am Flughafen, die haben uns einmal auf den Kopf gedreht. Oh Gott, wir haben so viel Geld gewonnen, oder wie? Naja, das waren damals umgerechnet was um die 80.000 Mark gewesen. Das ist ja nicht, das ist auch schon eine Menge Asche, ne? Ja, und das ist ja im Prinzip, das wäre ja auch nicht das Thema gewesen, das auszuführen. Wir haben uns, wir sind ja nicht doof gewesen. Wir haben ja dann hier in Frankfurt das beim Zoll angerufen und haben halt gefragt, wie ist das denn? Und er sagte, ja, das ist kein Problem, Sie müssen das nur angeben, dass Sie das einführen. Dann ist das ja kein klar Problem, aber wir hätten uns vielleicht auch Gedanken machen sollen, wie man das denn ausführen darf. Ja, nee, das stimmt. Und die haben dann halt gedacht, da sind die Deutschen wieder. Die machen ja wieder irgendwelche Sachen. Und seit der eine von uns, der hat sich da halt nicht so kooperativ gezeigt. Und
Ich will das jetzt nicht an Telefon nicht sagen. Man weiß ja nie, ob da jemand zuhört. Aber bei dem. Ja, nee, wir haben hier eine abgeschirmte Leitung. Also wir sind ein staatliches Unternehmen. Also da müssen Sie keine Angst haben. Ja, bei uns kann keiner rein oder abhören. Ja, beim Edgar, da sind die dann ja halt mit den Gummihandschuhen gekommen. Und was sie dann mit denen gemacht haben, möchte ich trotzdem nicht wiederholen. Ja, ich klar, bin wahrscheinlich. Halt dann sehr kooperativ gewesen. Und da ist das ja dann kein Problem gewesen. Also die haben. Die haben da keine Öffnungen kontrolliert. Ja, das ist natürlich ihr Glück gehabt, sage ich mal. Ja, ne? Das ist ja alles eine Frage des Respekts. Wenn sie da ja, in so einem fremden Land sind und sich da, sage ich mal, mit den Zollbeamten anlegen, dann die sitzen ja, am längeren Gummihandschuh. Auf jeden Fall, da hast du keine Chance. Ne? Nee, das ist dann so, da muss man das über sich ergehen lassen. Der wollte die dann hinterher verklagen. Er hat gesagt, ja, wir können dich auch ins Gefängnis stecken. Kannst du dir aussuchen. Ja. Ja, klar, ist wieder mitgekommen. Ja, man muss ja kooperieren, sag ich mal. Und wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist alles gut. Das ist einfach so. Man muss sich da ja schon, sag ich mal, ein bisschen dann auch ja exponieren, wenn man so viel Geld mit sich herumträgt. Sonst macht man sich ja schon verdächtig heutzutage. Ja, heutzutage so und so, das stimmt. Ne? Ja, heute wäre das, glaube ich, noch schlimmer. Auf jeden Fall. Oh nein, haben Sie denn gar nicht vorstellen. Nee. Haben Sie die Möglichkeit, mal einen Stift und einen Zettel zu holen, damit ich Ihnen meinen Namen und Telefonnummer und unsere Anschrift in Hamburg gebe, wo die Unterlagen herkommen, damit das nicht in der Werbung fällt, aus Versehen heutzutage? Wie bitte? Weil ich werde Sie ein jetzt, bisschen sehr Sie, schnell gewesen. Also entschuldigen Sie bitte, können Sie einmal einen Stift und einen Zettel holen, damit ich Ihnen meinen Namen und Telefonnummer und alles geben kann, weil ich bin Ihr Kundenbetreuer. Was mit den Dann Hunden? Rufe ich Sie an. Was mit den Hunden? Ja. Nee, ich bin Ihr Kundenbetreuer. Ach so. Ich nehme Sie jetzt an der Hand sozusagen. Ja, ich kann ja nicht mehr so gut laufen, da ist das gar nicht so verkehrt. Ach so, ja, dann machen wir das ganz einfach, dann werde ich alles in den Unterlagen eindrucken lassen. Machen Sie Ihre Bankgeschäfte in Ihrem Alter alles noch selber oder macht das einer für Sie? Ja, ich habe mir von meinem Enkelsohn, der hat mir so einen Computer mal gebracht und hat mir das so ein Bildband mit Erklärungen, wie man das alles selber machen kann. Ja, machen Sie denn Ihre Bankgeschäfte noch selber? Weil wir müssen ja einen Einsatz von Ihrem Girokonto abbuchen, damit Sie Gewinnanspruch haben und ich Ihnen den Gewinn wieder auszahle. Da müsste ich den IBAN auch mal eintragen dann. Den IBAN? Ja, das ist ja kein Problem. Also ich mache das heute alles mit dem Internet, nicht wahr? Ja, haben Sie die Möglichkeit, einmal einen Stift und einen Zettel zu holen und einmal Ihren IBAN, damit ich Ihre Unterlagen fertig machen kann und Ihnen unsere Daten und meinen Namen und Telefonnummer einmal geben darf? Ja, den Stift und Zettel kann ich Ihnen holen, aber was wollen Sie denn mit dem IBAN haben? Den trage ich bei Ihnen in den Unterlagen ein, weil Sie dürfen nichts außer unterschreiben. Wenn ich Ihnen den IBAN zustellen, wenn Sie selber was außer unterschreiben, sind Sie über die Banken nicht versichert heutzutage. Darum gibt's ja den IBAN. Ja, den haben Sie ja überall. Sie wollen mir den zuschicken? Nee, ich muss Ihren IBAN von Ihrer Bankverbindung in Ihren Unterlagen eindrucken, damit ich Ihnen die Gewinnunterlagen versenden kann. Weil Sie dürfen nichts ausfüllen. Wenn ich Ihnen jetzt die Unterlagen zustellen würde, wie es früher war, wie Sie kennen, dann müssen Sie ja selber alles ausfüllen und unterschreiben. Dann geben Sie eine Einzugsermächtigung, ein Bürger auf Ihre Bankdaten, sind Sie nicht mehr versichert. Ja, aber darum haben Sie den IBAN überall. Der ist ja aber schon hier. Sie müssen mir den ja im Prinzip nicht mehr zuschicken. Nein, ich muss Ihren IBAN in Ihren Unterlagen eindrucken, weil wir da den Einsatz abbuchen, wenn alles okay ist, damit Sie Gewinnanspruch haben und ich Ihnen aus Hamburg den Gewinn aufs Konto auszahlen kann. Ich kann Ihnen keinen Verrechnungscheck schicken. Ja. Wenn ich Ihnen einen Check schicken würde, der kommt in Hamburg von Ihnen in Baden-Baden gar nicht an. Dann ist der Gewinn weg. Ja. Darum machen wir es im Lastschriftverfahren. Also bereichern will ich mir nicht an Ihnen. Nein, ich habe das nur nicht so verstanden. Das ist ja kein Problem, doch mal erkläre ich, das ist ja mein Job als Kundenbetreuer. Ja, und jetzt müssen Sie den IBAN haben, ja? Genau. Einen Moment bitte. IBAN, na klar. Kannst du mal bitte zum Telefon kommen? Ich habe das nicht verstanden. Irgendwas möchte der von dir haben. Wer ist denn da, Herr Markäfer? Wer ist denn da? Ja, ein junger Mann, der hat gesagt, ich soll den IBAN holen. Und hallo, Ivan Schukow, wer ist da? Ja, schönen guten Tag, Herr Schmidt, ja, wen spreche ich jetzt? Hier ist Ivan, Sie wollten nicht sprechen. Nee, Sie wollten nicht sprechen. Herr Hans-Richard Kaff, Käfer, mit denen habe ich gerade gesprochen. Der hat einen Anspruch. Der hat gesagt, Sie möchten mit Ivan sprechen. Nee, nicht mit IBAN. Den IBAN muss ich eintragen zur Gewinnauszahlung, die Bankverbindung. Nicht den IBAN. Was haben Sie damit zu tun? Ich putze hier nur. Ja, Sie haben gar nichts damit zu tun. Geben Sie mir noch einmal den Herrn Käfer, bitte. In Ordnung. Sie müssen alles mich klar. Falsch verstanden haben. Ich weiß es auch nicht. Ja, aber was soll ich denn machen? Keine Ahnung, geben Sie wieder den Mann. Ich putze doch nur für Sie. Hallo?
Ja, Herr Käfer, warum, Sie haben mich falsch... Warum habe ich jetzt meinen Haushälter ans Telefon geholt? Nicht den Ivan. Ja, der den heißt Ivan. Aber so. Ja, das ist ja geil, das wusste ich ja nicht. Den IBAN, das ist ja diese Bankverbindung heutzutage mit DE, die ich Sie haben. Ich habe Sie dreimal gefragt, ob Sie den IBAN brauchen. Da haben Sie das dreimal bestätigt. Nee, dann haben Sie das akustisch falsch aufgenommen. Sie können mich doch nicht so aufregen hier. Entschuldigen Sie bitte, das möchte ich ja gar nicht. Es geht ja um Ihre Sicherheit. Ja, deswegen dachte ich, was wollen Sie mit meinem Hausmeister machen? Sie haben einen Haushälter, der heißt Ivan. Wie geil ist das? Mein Haushälter ist das. Das ist ja heftig. Das habe ich auch noch nie erlebt. Nee, den Ivan. Es gab ja früher, Herr Käfer, immer die Bankleitzahlung und Kontonummer, wenn Sie sich noch erinnern. Ja. Und das gibt es ja heutzutage nicht mehr, weil es wird ja zur Sicherheit der Kunden ein Ivan entwickeln mit DE, diese lange Nummer. Und warum heißt das wie mein Haushälter? Was hat das für ein... Nee, das heißt nicht mit V, mit B wie Bertha, IBAN, das bedeutet International Bank Association Neutral. Das bedeutet, ein internationaler Zahlungsverkehr ist das heutzutage. Oh, do you want to do this in English? We can do it. Oh, you speak English, very well. Yes, I do. I've been all around the world my entire life. Yeah, cool. How old are you? Oh, I'm too old. Ach, I was born in 41. Eh? Really? Oh, indeed. I was. Oh, okay, aber lass uns mal wieder ein bisschen Deutsch sprechen, ist einfacher. Okay? Oh, können Sie nicht so gut Englisch sprechen? Doch, es geht auf jeden Fall, aber es sind da so einige, also ich kann mich, wenn wir jetzt eine Flasche Whisky getrunken haben, dann können wir uns unterhalten, auf jeden Fall. Also ich sag, da habe ich ja sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, da ist ja im Prinzip mal mein Teil von dem Casino-Gewinn weit draufgegangen. Beim Whisky? Ja, Sie sind aus Hamburg, nicht wahr? Ja, genau, richtig. Hamburger Jung. Sie wären auf der Reeperbahn gewesen. Ach so, ja, da wird man schnell Geld los. Sie wären in Frankfurt gelandet und dann haben wir gleich gesagt, jetzt wollen wir zur Reeperbahn. Und da geht ja richtig die Post ab. Ja, das war früher, aber heutzutage ist es sehr gefährlich auf jeden Fall geworden, ne? Also früher war es also ein bisschen einfacher gewesen, sag ich mal, aber heutzutage auch durch die ganzen Übervölkerung, der ganzen Flüchtlinge und sowas, die ganzen Kriminellen und so, ist schon ganz schön heftig geworden auf jeden Fall hier in Hamburg in den letzten Jahren. Erleben Sie das hautnah da? Ja, ich habe letztens schon fast einen aus Versehen, also den habe ich ihm fast gehauen, weil der meine Frau angekrabbelt hat, ne? Also nein, das geht die ja haben gar ja gar nicht. Keinen Respekt. Das ist ja absolut nein, das, da muss man ja die Schuhe. Das ist ein No-Go, das geht gar nicht. Ne? Und daher ist das so von, also hier ist das in den letzten Jahren so schlimm geworden, weil die haben ja auch gar keinen Respekt, ne? Also sie sehen das ja selber, also die Leute, die wirklich flüchtig sind, die Hilfe brauchen, die nehme ich auch gerne in mein Haus auf, kein Problem. Ja, ne? Wie viele aber wohnen denn bei Ihnen? Gar keiner. Ich habe gesagt, wenn es soweit wäre, wenn es dazu kommen müsste, ach, dann wäre ich auch da nicht abgeneigt natürlich, ne? Weil es kann auch unser Leid mal passieren. Sie sind ja ein bisschen älter als ich. Sie kennen das ja noch vom Krieg alles und sowas. Ja, das ist ja damals auch so gewesen. Meine Eltern sind ja, sag ich mal, heimatvertrieben gewesen. Ja. Genau. Meine Eltern und meine Oma auch früher aus Schlesien sind die abgehauen. Ja, das ist ja damals da so schlimm gewesen. Genau, richtig. Und daher ist es nämlich so, dass wir jetzt für diese Aktion jetzt für Sie jeden Tag der Geld ausspielen. Und da muss ich einmal Ihre Bankverbindung in Ihren Unterlagen eindrucken, damit ich Ihnen die Gewinnunterlagen versenden kann. Damit ich den Einsatz, der erforderlich ist, abbuchen kann, wenn alles für Sie okay ist. Und da auch den Gewinn auf Ihr Konto auszahlen. Weil Sie können ja nicht als Rentner nach Hamburg jeden Tag zu mir kommen und sich den Gewinn abholen und quittieren. Das ist ja ein bisschen weit, glaube ich, oder? Ja, ich habe ja im Prinzip, ich darf ja kostenfrei Bahn fahren. Das wäre ja schon, sage ich mal, eine eloquente Freizeitbeschäftigung. Da können Sie mich da mal über diesen Ghetto-Kiez führen. Ja, das können wir mal machen. Wenn Sie in Hamburg sind, können Sie sich gerne bei mir melden. Ich gebe Ihnen auch gleich meinen Namen und Telefonnummer. Ich bin ja Ihr Kundenbetreuer. Dann können wir gerne mal eine Sightseeing-Tour machen. Gar das kein Problem. Das ist wunderbar. Ja? Ich hab immer noch nicht verstanden, was jetzt der Ivan damit zu tun hatte. Sollte er auch mitkommen? Nein, der IBAN nicht. Guck mal, du hast also ein internationaler Zahlungsverkehr. IBAN nennt man das, mit Bertha, nicht mit V wie dein Angestellter. Ach so. Und dieser IBAN ist ein Zahlungsverkehr mit Dora Emil und dann ist das rausgesetzt aus die Bankleitzahlung Kontonummer. Oder haben Sie vielleicht ganz altmodisch die Kontonummer und Bankleitzahl von Ihrer Bank noch im Kopf? Dann kann ich das umwandeln. Was wollen Sie, mein Konto umwandeln? Ich wollte das eigentlich noch behalten. Nein, ich werde dann von Ihrer Kontoverbindung, die Bankleitzahl, Kontonummer, wenn Sie es noch im Kopf haben, altmodisch, umwandeln in den IBAN, in die Verbindung, wie man das nennt, den IBAN. Weil die Bankleitzahl und Kontonummer ist ja die Verbindung. Ne? Das ist ja sehr freundlich, aber ich überweise denen sein Gehalt immer selber. Das müssen Sie nicht machen für mich.
Nein, Sie verstehen mich gerade falsch. Wir müssen Ihnen den Gewinn, den Sie an der Aktion, wo wir jeden Tag ja Geld ausspielen für Sie, ja auf Ihr Konto auszahlen. Ich kann Ihnen keinen Verrechnungscheck schicken, weil die Post kommt was weg, wie Sie wissen. Wenn ich Ihnen aus Hamburg einen Scheck schicke, der kommt aber gar nicht bei Ihnen in Baden-Baden an, dann haben Sie keinen Gewinn, dann ist die Kohle weg, auf Deutsch gesagt. Ja, was kostet das denn überhaupt? Da haben wir noch gar nicht von gesprochen. Ja, also wir haben hier für diese Aktion ein Paket zusammengestellt für die Kunden. Da bezahlt man einmal im Monat 88,50 Euro eigentlich. Und man hat 55.000 Ausspielungen jeden Tag. Außer im ersten Monat sogar nur 78,50 Euro. Ich weiß ja nicht, ob das finanziell bei Ihnen im Rentenalter erforderlich ist mit dem Einsatz. Sonst könnte ich Ihnen das auch ein bisschen günstiger machen. Ja, damit Sie davon profitieren. Günstiger ist ja immer gut, sage ich ja im Prinzip, nicht wahr? Genau, aber wenn Sie günstigeren Tarif nehmen, ich das günstiger mache, haben Sie automatisch weniger Reziehung. Weil wir haben das Paket so aufgestellt, damit jeder 5 Nummern hat und jeder 55.000 Ausspielungen jeden Tag nutzt. Wenn ich jetzt ein bisschen günstiger machen würde, zum Beispiel könnte ich Ihnen 2 Zahlen wegnehmen, dann haben Sie nur 33.000 Ausspielungen, ist auch natürlich eine Menge, bezahlen dann aber 30 Euro weniger. Ja, also bezahlen Sie dann. Und wie lange soll das dann, wenn das jeden Tag so viele Sachen sind, wie lange soll das denn gehen im Prinzip? Nur von 1. Juni bis Ende November, dann nur 6 Monate, dann ist Schluss, weil im Dezember der nächste Personenkreis die gleichen 5 Nummern wiederkriegen muss für das nächste halbe Jahr. Und täglich spielen wir jeden Tag immer 11.000 Ausspielungen auf ein Zertifikat, wo jeder Kunde 5 hat. Und wenn Sie 11.000 mal 5 rechnen, sind ja 55.000 Ausspielungen jeden Tag. Das haben Sie gut gerechnet. Ja, ich brauche meine Schule. Ah, das wollte ich jetzt auch nicht in Frage stellen. Nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Nicht, dass Sie ja nicht mit Hamburger Gangstern anlegen. Na, alles gut, alles Suche, ne? Ja, alles okay, bin kein Gangster. Muss ja nicht sein, sowas. Na, Sie sind ein cooler Typ, mit ihm würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen, auf jeden Fall. Ja, das kann ich ja auch nicht mehr ab. Das ist also so ein Orangensaft, ist eigentlich das höchste der Gefühle. Ach so, Orangensaft ist das höchste der Gefühle, mehr gibt's nicht? Nein, ich halte ja nichts mehr aus. Ach so, okay. Haben Sie schon also genug abgehärtet in den Jahren? Das ist ja, sag ich mal, viel zu viel schon gewesen. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Oh, das ist ja eine lange Zeit immer gewesen. Und ja, irgendwann ist die Leber halt nicht mehr so gut, nicht wahr? Das stimmt. Was haben Sie denn beruflich gemacht, wenn ich fragen darf, Herr Käfer? Ich habe ja gesagt, ich bin ja studierter Verwaltungsfachwirt. Ah, okay. Ach so, waren Sie da international auch unterwegs, oder wie? Ja, da ja eher zum Verjubeln und zum Feiern, weil da hat man ja nicht schlecht verdient, aber sag ich mal... Dann haben Sie bestimmt auch eine gute Rente bekommen, oder? Ja, das sag ich mal, ist nicht verkehrt. Ich habe ja auch viele Leute dafür übers Ohr gehauen. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Viele haben dafür gearbeitet. Ja, klar. Das stimmt. Was haben Sie so gelernt? Ist das ein Beruf, da also telefonieren? Ich habe Gangster gelernt. Sie sind Quatsch. Gangster? Nein, Quatsch. Ich hab Malen und Lackiere früher mal gelernt. Sind Sie eher von der Cosa Nostra oder eher von der Yakuza? Von der Yakuza bin ich. Ja, wie viele Finger haben Sie noch? 7. Ich habe einen dazugekriegt. Ja, haben Sie insgesamt nur 7 Finger? Dann sollten Sie genau zum Doktor. Ja. Oder nein, insgesamt ich hab noch alles. Noch? Nee, alles da. Ich habe 4 Finger und 2 Daumen. Das ist alles schon dran. Mal sehr gut. Und planen Sie die auch zu behalten? Ja, habe ich eigentlich vor. Das mal gucken, wie lange es läuft. Das ist gut. Dann müssen Sie sich immer gut um Ihre Kunden kümmern. Sonst kommen die das mit Mario. Der Gartenschere. Ja, das können Sie ja machen, hat gar kein Problem. Die betteln bei uns im Kundenservice, ob die es länger machen können. Weil schauen Sie mal, was wir zusammengestellt haben. Ja, weil schauen Sie mal, was wir zusammengestellt haben, Herr Käfer, finden Sie in keiner Lotterie. Sie haben in keiner Lotterie jeden Tag Geldausspielung, wie Sie wissen. Und Sie haben keine Bargeldausspielung jeden Tag im 100.000- und 1.000er-Bereichen, wo Sie nur einen Einsatz von 2,50 Euro am Tag bei 55.000 Ausspielungen zahlen. Rechnen Sie mal 55.000 durch 2,50 Euro. Das ist ja nicht mal ein Cent. Es kommt gut was zusammen. Genau. Aber wie war das jetzt? Bekomme ich einen Cent nur bei Ihnen? Nein. Nein, wir spielen im 100er und 1.000er Bereichen jeden Tag täglich aus. Und jeden Tag sogar eine Sofortrente als Höchstgewinn. Jeden Tag. Ja, aber ich habe ja schon Rente. Ja, aber wir können Sie auch vererben. Wenn Sie jetzt eine Sofortrente von 10 Jahren gewinnen von 25.000 Euro, können Sie es im Alter natürlich auch, wenn Sie Rentner sein sollten, auch vererben. Natürlich. Ach so, ja? Ja, genau. Mit solchen Geschichten kenne ich mich nicht aus.
Darum spiegelt sich ja alles in unseren Gesprächen, in unseren Gewinnunterlagen nochmal wieder, die ich Ihnen ja in den nächsten Tagen versende. Darum rufe ich Sie ja an. Da steht ja nichts anderes drin. Da haben Sie alles schwarz auf weiß. Ich habe Ihnen ja die Kurzversion erklärt, ja, wie das alles abläuft, was Ihre Vorteile sind, ja, im Gegensatz zum Spielen. Ich muss sagen, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Ich weiß noch, dass wir irgendwas mit der Reeperbahn hatten. Ja, genau, da waren ja die Gangster. Ja, und da arbeiten ja, aber Sie da auch. Nee. Ich bin hier im Kundenservice bei der Firma Böche, beim staatlichen Unternehmen. Das ist toll. Ja. Ist es denn möglich, haben Sie denn vielleicht ganz altmodisch die Kontonummer noch im Kopf von früher von Ihrer Kontoverbindung? Ich habe fast gar nichts mehr im Kopf. Ich finde also nicht mal meine Schuhe. Ich kann ja mal gucken. Ja, können Sie denn einmal schauen wegen einer Bankverbindung und einen Stift und Zettel mitnehmen, damit ich Ihnen meinen Namen und Telefonnummern alles auch geben darf? Ja, ich habe so ein tolles schnurloses Telefon. Ich werde mich mal auf die Jagd machen mit Ihnen. Ja, machen Sie das. Ich warte, ich laufe nicht weg. Ja, dann können wir ja mal. Muss ja kurz. Das geht ja um Ihre Sicherheit, ne? Ja. Was sagst du, Ivan? Aber warum denn? Gib mir den mal bitte. Hallo. Hier ist Ivan nochmal. Was ist da los? Was ist da los? Alles gut, bei Ihnen? Ich hab gerade mal, weil ich ganze Zeit irgendwas mit IBAN-Nummer und alles höre, ich hab mal eure Telefonnummer gegoogelt, Blöd. Was wolltest du mit dem alten Mann machen? Bist du noch ganz klar bei Schädel? Hä, wie? Was meinen Sie? Google mal dein eigenes Telefonnummer, Blöd. Die ganzen Leute Betrug, ganze Leute Betrug tun unterschreiben. Rufst du hier bei 91-jähriges Mann an, das soll der Lotto spielen? Nee, er soll nicht Lotto spielen. Er hat früher bei uns lose gespielt und nicht gewonnen. Wir machen keine Werbung mehr. SKL, NKL. Da haben Sie früher im Fernsehen und Briefkasten Werbung gehabt. Soll ich dich aufklären? Den Namen und die Identität gibt es seit 4 Tagen. Der Mann existiert gar nicht real. Du bist in einer Falle gelandet. Wir haben dich überführt. Wie überführt? Na, die ruft irgendwelche Leute an und erzählt denen Lügen. Es gibt keinen Herr Käfer. Ich erzähl gar keine Lügen. Natürlich, hier. Es gibt keinen Herrn Käfer. Der kann auch nicht bei Lotto gespielt haben, weil die Person gar nicht existiert. Was sagst du jetzt? Hier steht doch Herr Hans-Richard Käfer, der hat doch letztens eine Umfrage mitgemacht. Ja, Umfrage. Dann genau. Hast du gerade zugegeben, dass ihr bei irgendwelchen Internetgewinnspielbetrügern, die irgendwelche Gewinne versprechen, ihr eure Kundendaten einkauft. Vorhin hast du noch gesagt, er hat Lotto bei euch gespielt. Nein, das sind ja Leute im Adresspool, die selber gespielt haben in den letzten Jahren. Die kriegen ja durch die Umfrage, kriegen die Zertifikate. Das hat Wenn nicht man gespielt. Spielen will, muss man sich ja, dann hätte er gar nicht, das dürfte ich ihn ja gar nicht anrufen. Natürlich, also der Anruf ist doch illegal. Das ist Sinn dieser Sache. Natürlich ist das illegal. Wir sind von der SKL Hauptzentrale. Ja, wir sind das seriösen Unternehmen seit 200 Jahren in ganz Europa, die erste Lotterie. Ja, das hast du schön abgelesen. Das ist trotzdem ein kalter Anruf und ich möchte auch ganz gerne erklären, warum das so ist. Es gibt im Internet diese schönen Seiten, die versprechen dir, hey, machst du hier mit, kriegst du Testpaket von Milka. Die geben sich als Milka aus. Das ist schon mal ein Straftat. Dann sammeln da haben wir doch gar nichts mit zu tun. Na doch, ihr kauft von diesen Leuten. Da ist dieser Name. Nein, Herr Käfer, hören Sie mir mal zu. Ich kann dir erklären, der Name Herr Käfer mit dieser Telefonnummer ist bei diesem Gewinnspiel eingetragen worden. Diesen Namen gibt es sonst gar nicht. Nur Leute, die bei diesem Gewinnspiel Daten einkaufen, können diese Namen und diese Telefonnummer haben. Und dieses Gewinnspiel ist eine Datenfalle von irgendwelchen Betrügern aus Bosnien, wenn ich mich nicht irre. Nee, also schauen Sie mal, wir sind die Firma Böche. Da kommen eure Kundendaten her. Wir haben das gar nicht nötig, irgendwelche Adressen zu kaufen. Der Kunde muss sich bei uns melden, wenn er einen losspielt. Tut er nicht. Wir machen keine Werbung mehr, darum rufe ich jetzt an. Wir haben früher mal NKL, SKL Werbung gemacht, das müssen wir bezahlen. Und keiner sieht das, weil es jeder Müll schmeißt und kauft keinen los. Ja, das hast du vorhin. Den Text hast du vorhin schon mal vorgelesen. Lass uns bei den Fakten bleiben. Ich lese hier gar nichts vor, das ist Realität. Das ist Wort für Wort, das gleiche wie vorhin. Ja, ich habe ja mit dem Herrn Käfer ja gesprochen, ich habe ja nicht mit ihm gesprochen, da erkläre ich Ihnen das. Natürlich, ich bin Herr Käfer. Hallo, wer ist da bitte? Ja, Herr Schmidt. Ja, super, und hier ist Ivan oder Dimitri oder wie auch immer. Ja. Schön. Gut, so, was wollen Sie mir jetzt erklären, was wollen Sie mir jetzt sagen? Das kann ich gar nicht folgen. Dass das ein illegaler Werbeanruf ist. Nee. Doch. Wir sind die Firma bei meinem Opt-in. Wir haben ein Opt-in, dass wir den Kunden anrufen. Super, wir würden uns strafbar machen, wenn wir einfach irgendwo abrufen würden. Habt ihr auch getan. Jetzt sind wir beim Thema Opt-in. Die Daten, die bei diesen Gewinnspielen landen, werden weiterverkauft, nachdem ein E-Mail bestätigt wurde. Es gibt Urteile vom Bundesgerichtshof, dass ein E-Mail-Double-Opt-in keine gültige Werbeeinverständniserklärung ist. Und vor 3 Wochen hat die Bundesnetzagentur einer Firma den Geschäftsbetrieb untersagt, die genau durch diese Methoden an die Kundendaten gekommen sind. Und ihr macht genau das Gleiche.
Nee, wir machen, schauen Sie mal, wir müssen ja neue Kunden als Unternehmer ziehen. Ich kann ja keine Kaltakquise machen, in Deutschland an der Tür klingeln und fragen halt, ob einer ein Lotterielos bei unserer Firma kaufen will und dann die Lotterie mitspielt. Na, dann kaufst du Daten beim Internet bei irgendwelchen unseriösen Datenhändlern und rufst die Leute kalt an. Das ist, da habe ich dich lieber an der Tür und sage nein, danke. Ja, nee, das mache ich ja gar nicht. Ich muss ja auch gar nicht überreden. Ich bin ja kein Callcenter. Mir ist das scheißegal, ob er teilnimmt oder nicht. Ich werde ja, schau mal, wenn ich unseriös wäre, will ich doch keine 25 Minuten mit denen telefonieren. Na doch, weil es Geld dafür gibt. Was hast du vorhin gesagt? Ich habe auch 88 Euro im Monat. Dafür würde ich mir auch Geld nehmen, Zeit nehmen. Wieso Zeit nehmen? Das ist ja der Einsatz, der gezahlt wird und jeden Tag sind 55.000 Ausspielungen von uns, damit der Kunde was gewinnt. Ja, ist jeder, der was wurscht. Gewinnt, redet über uns, freut sich, der was hört, der hat was gewonnen im Kreis, ist neidisch und kauft los und spielt mit. Und die ganzen, Propaganda. Und die ganzen Leute, die ihr anruft, schreiben negativ im Internet. Das ist tolle Mundpropaganda. Google mal deine eigene Telefonnummer nachher. Mach mal nachher. Die Telefonnummer ist ein Internetserver. Ich habe gar keine, ich weiß gar nicht, welche Nummer das ist. Der wechselt immer die Nummer. Jetzt zeigt er mir an, dass die Nummer aus Hannover anruft gerade. Sie rufen aus Hannover an, zeigt er mir an. Weil das ist ein Internetserver. Wir telefonieren einen Internetserver als staatliches Unternehmen, weil wir notariell überwacht werden von 16 Bundesländern und der GLK. Wenn ein Fehler passiert, ist das 200 Jahre zu, seitdem wir existieren. Wir haben noch nie Fehler gemacht, sonst werden wir nicht 200 Jahre leben. Da kann es ja nicht lange dauern, wenn ihr jetzt mit solchen Werbemethoden über Telefon aus irgendwelchen unseriösen Datenquellen anfangt, weil anders kann es nicht sein. Herr Käfer existiert nur in dieser Datenfalle und Herr Käfer ist bei euch gelandet. Wie kann das sein, wenn ihr bei denen keine Daten habt? Ja, dann müssen Sie einmal kurz an der Leitung bleiben, dann werde ich Ihnen einmal meinen Vorgesetzten geben, ich habe da keine Eindruck rüber, ich bin nur im Kundenservice, dann müssen Sie ja mit denen einmal besprechen, dann müssen Sie einmal kurz an der Leitung bleiben, dann verbinde ich Sie einmal, okay? Ja, warte mal, kannst du bei deinem Bildschirm sehen, von welche Datenpool das Adresse gekommen ist, von welcher Internetseite? Nee, kann ich nicht. Hier steht nur der Kunde, der früher die Teilnahme hatte oder bei der Umfrage mitgemacht hat in der Öffentlichkeit, der den Anspruch hat. Anspruch nennt man das bei euch, okay. Genau. Ja, schauen Sie mal, wir zahlen ja Werbegelder. Wenn wir Werbegelder im Umlauf bringen, wie wir früher mal NKL-SKL-Werbung gemacht haben und jeder, wie Sie wissen, weil das jeder kennt, im Müll schmeißen umschaltet, kauft sich keiner ein Los. Ja, aber guck mal. Und um neue Kunden zu erzielen, lassen mich doch auch mal bitte aussprechen, ich lasse Sie auch aussprechen. Ne? Und früher, wenn wir Gelder investieren in die Werbung und keiner sieht die Werbung, kauft sich keiner ein Lotterielos von unserem Unternehmen und spielt bei uns. Dann können wir nicht weiterleben. Dann können wir seit 200 Jahren den Laden zumachen, weil kein Kunde mehr da ist. Und wir spielen jetzt seit 4 Jahren das Geld einmal im Jahr aus, über diese Aktion. Da hat der Kunde 55.000 Ausspielungen jeden Tag, das haben sie in keiner Lotterie, jeden Tag Geldausspielungen auf 100.000 Beträgen, keine Million. Wenn sie einen sagen, sie haben Geld gewonnen, fragt er, wo hast du gewonnen, Ivan? Sagen sie unseren Namen, machen sie uns bekannt. Wenn er sieht, sie haben Geld gewonnen, will der auch Geld gewinnen und kauft sich ein Los. Das ist ja der Sinn und Zweck. Er soll ja hier nicht spielen. Beim Spielen bezahlt er 160 Euro im Monat, spielt Samstag mit Millionen und Millionen beim Lotto, kann jeder teilnehmen, darum heißt das Gewinn- und Glücksspiel. Ne? Und ich will ja nichts Negatives. Und wenn Sie sagen, dass das hier eine Abo-Falle sein soll, dann müssen Sie einmal bitte in der Leitung bleiben. Dann werde ich Sie einmal meinen Vorgesetzten kurz weiterleiten. Dann können Sie Ihnen das ja einmal erklären. Weil ich bin hier nur im Kundenservice. Ich habe keine Ahnung drüber. Oh, das wäre ja also, cool. Ich meine, ich habe auch schon mit vielen Aussteigern aus der Lottobranche gesprochen. Und so gut wie jeder von denen hat mir erzählt, dass den Angestellten quasi gar nicht gesagt wird, wo die Daten herkommen. Dann würde ich mich doch gerne mit dem guten Menschen unterhalten. Wer ist das denn? Ja, warten Sie. Dann muss ich einmal weiterleiten. Dann bleiben Sie einmal in der Leitung bitte, okay? Sehr gerne. Vielen Dank. Alles klar. Na, meint ihr, da kommt noch etwas? Ivan. Hashtag Ivan. Guten Tag. Ja, hallo, hier ist Ivan. Bin ich jetzt mit Vorgesetzten verbunden? Ich bin, ja genau, der Abteilungsleiter. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, wir haben ein bisschen Konfusion, weil ich habe den Kollegen von Sie gesprochen und hatte mich erkundigt, wo die Kontaktdaten von Herr Käfer herkommen. Und das konnte er mir leider nicht beantworten. Nee, das steht ja auch nicht. Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich kann Ihnen die Telefonnummer geben aus Hamburg von der Hauptverwaltung. Da können Sie gerne anrufen, Herr Ivan war das, ne? Ivan. Ivan, ich gebe Ihnen einmal die Telefonnummer, ja? Ja, ich bitte darum. Das ist einfach die Service-Hotline von der... Da können Sie dann Ihre Frage stellen und die können Ihnen das mit Sicherheit auch beantworten. Kennen Sie Ansprechpartner von Presseservice oder Rechtsabteilung? Nee, die kann ich Ihnen leider nicht nennen, das weiß ich nicht. Ah, das ist schade. Aber vielleicht können Sie mir noch sagen, wo Ihre Adressen herkommen. Wissen Sie das zufällig? Das ist unterschiedlich. Das sind teilweise Kunden, die früher schon mal an der Lotterie teilgenommen haben. Es sind Kunden, die an Internetgewinnspielen dabei waren. Das ist immer, das kann ich aber hier nicht sehen. Den Ursprung der Adresse. Das habe ich verstanden. Aber nachdem ich das jetzt gerade schon den Kollegen gesagt habe, möchte ich Sie vielleicht auch nochmal in die Richtung pieksen. Haben Sie eine Minute Zeit, das kann ich Sie erklären?
Ja, gerne. Ja, und zwar den Herr Käfer, den gibt es gar nicht. Herr Käfer ist ein frei erfundenes Person mit frei erfundenes Alter, E-Mail-Adresse und allem. Und Herr Käfer wurde eingetragen bei Internetbetrugsgewinnspielen, die versprechen, hallo, kannst du hier deine persönlichen Daten eintragen? Bekommst du ein Testpaket von Milka, Pampers, Nintendo, was auch immer. Die kopieren den Firmenauftritt von irgendwelchen namhaften Firmen und versprechen Produktprobenpakete oder dergleichen. Darauf tragen sich Leute bei diesen Adressen, bei diesen Firmen ein. Und ihr müsst mit irgendeinem dieser unseriösen Firmen Datenhandel betreiben, weil Herr Käfer nur über diese Gewinnspieltypen am Leben ist und ihr plötzlich bei ihm anruft. Und das wundert mich doch bei ein staatliches Unternehmen sehr. Mich auch. Da gebe ich Ihnen recht, Herr Käfer. Dann, Herr Iber, dann würde ich Sie umso mehr bitten, dass Sie einmal in Hamburg anrufen. Die werden Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen können. Gut, dann werde ich das da mal probieren. Und vielleicht können Sie selber noch mal ein bisschen recherchieren, weil gerade als Teamleiter haben Sie ja auch großes Verantwortung für die Leute, für das Daten und alles. Keine Frage. Das ist alles ein bisschen sehr komisch. Ich habe mich sehr gewundert, als sich eine staatliche Firma am Telefon meldet mit einer Nummer, die nur in einem Betrügerpool unterwegs ist. Das ist eine, also wir sind ja da. Ich werde das weitergeben. Dass wir da auf jeden, das ist gut, dass Sie uns darauf hinweisen. Und ich würde Sie bitten, rufen Sie in Hamburg an. Ist da jetzt Fragen noch Sie jemand? Gerne nach. Bitte? Ist da wohl jetzt noch jemand? Wahrscheinlich keiner, der mir was sagen kann, oder? Ich glaube, die sind bis 18 Uhr da, rufen Sie einfach an, probieren Sie es. Ich denke nicht, dass um die Zeit dann noch jemand von Rechtsabteilung oder Management sitzt. Ich denke, ich muss mal zu tagsüber probieren, oder? Probieren Sie, genau. Das ist, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Dann gerne morgen nochmal anrufen. Dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich bei Ihnen auch und wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja? Danke gleichfalls, wiederhören. Danke, so, Leute, jetzt bin ich richtig gespannt. An die Wand gefahren habe ich sie. Deren Argumente immer wieder aufzuzählen, wie toll das alles ist und das Obdin das erwähnte, völlig irrelevant. Das ist ein kalter Anruf bei einer Telefonnummer, bei einer Person, die im realen Leben nicht existiert und nur in den Datenpools von irgendwelchen betrügerischen Online-Gewinnspielbetreibern existiert und daraus an alle möglichen, auch großen, namhaften, unter anderem eben Lottofirmen weiterverkauft wird. Da, meine Freunde, ich habe noch mehrmals da angerufen, ich habe noch mehrmals geschrieben, aber es war natürlich auch zu viel erwartet, überhaupt damit zu rechnen, eine Antwort, geschweige denn Stellungnahme oder sogar Entschuldigung zu bekommen. Dafür, dass ein vermeintlich staatliches Firma bei Menschen anruft und die direkt zu Beginn des Gespräches anlügt und dann auch noch Daten aus solch einer unseriösen Quelle bezieht. Ich hoffe, ihr wisst die Mühe, die in diesen epischen Anruf gegangen ist, trotzdem zu schätzen und unterstützt mich bei diesem Projekt, indem ihr die Videos bewertet und kommentiert. Wenn ihr ein paar Ziegen kennt, dürft ihr das Video auch gerne teilen. Wenn ihr keine Ziegen kennt, dann kommt doch einfach mal öfter auf den Kanal, auf den Discord, in den Livestream und ihr werdet selber eine Ziege. Ich freue mich auf den nächsten Anruf, auf die nächste Datenfalle, auf den nächsten Hangout mit der ganzen verrückten Ziegenarmee. Ich danke euch fürs Zuhören, ihr seid die Ziegenarmee.